So, am Flughafen. Gleich geht's los, nach ungefähr 2 Stunden warten. Dann sind wir im Flugzeug. Ich bin jetzt schon todmüde. Warum auch immer, keine Ahnung. Wir haben jetzt gerade den Koffer eingecheckt, kurz was gegessen und ja, gleich geht's los. Jo, das ist das erste Mal, dass wir hier so ein bisschen vloggen unseren Urlaub. Mal gucken, wie das Ganze so läuft. Noch relativ unerfahren damit. Ja, nehme euch jetzt ein bisschen mit auf unsere kleine Reise. Ja. Zu unseren kleinen Stationen, also wir fliegen erst jetzt nach Dubai, haben dann ungefähr in Dubai 3 Stunden Aufenthalt. Nach den 3 Stunden Aufenthalt fliegen wir dann von Dubai weiter nach Bangkok, bleiben dann da ungefähr 7 Tage. Und ja, nach 7 Tagen Bangkok fliegen wir dann weiter nach Singapur, bleiben da 4 Tage, gucken uns ein bisschen die Stadt an, Zoo und alles Mögliche, was es da so gibt. Ja, dann geht es weiter nach Bali, bleiben da 2 Wochen, gucken uns die Insel an, fahren ein bisschen rum, ein bisschen Badeurlaub. Mieten uns vielleicht ein Auto, mal gucken. Wird auf jeden Fall einiges zu sehen geben da. Dann fahren wir noch weiter auf die Chile Islands. Ja, gucken uns da ein bisschen auch noch die Insel an, gehen ein bisschen mit Schildkröten schwimmen, habe ich gehört, sollen wir da machen können. Und ja, dann geht es in rund 5 Wochen wieder zurück von Bangkok nach Düsseldorf. Dann waren wir gut ein bisschen mehr als 1 Monat unterwegs und ja, denk mal, wird auf jeden Fall ganz cool. Ich bin noch mal kurz wieder da. Ich habe gerade unseren Flieger gefunden. Einmal kurz gucken. Ja. 737-300. Damit geht es jetzt erstmal für uns in ungefähr 15 Minuten ab nach Dubai und dann geht's weiter. Ab in den Flieger. Warum zum Teufel sitzen wir nicht hier? Ich hoffe, man kann mich hören. Wir sind jetzt in Dubai angekommen. Flug war ganz okay. So Service und so war ganz geil, aber ich konnte fast nicht pennen. Oder ich habe eigentlich gar nicht gepennt und bin dementsprechend jetzt auch ziemlich im Arsch. Und ja, jetzt müssen wir 3 Stunden hier in Dubai verbringen, bis es dann weitergeht. Gate gibt es noch nicht, also chillen wir jetzt erstmal hier rum. Gucken
gucken, was es hier gibt. Die Leute allen Scheiß geben. Kinos, irgendeine Aussichtsplattform. Ich mache da nochmal ein Video von so einem coolen Computersystem, was dir so alle 4 Etagen anzeigt und dir zigtausend Infos rausspuckt und so Star Trek mäßig gemacht ist mit so Soundeffekten und so. Hier ist ein bisschen crazy alles hier. So, man kommt hier quasi an und landet in so einer Duty-Free-Hölle. Nein, ist auf jeden Fall ganz cool. Und ja, dann melde ich mich später noch. Dubai Airport, nichts Besonderes, zigtausend Geschäfte, paar Luxusläden, aber ansonsten das Übliche wie auf jedem Flughafen auch. Hier gibt es immer ganz coole Sachen, es gibt so Schlafboxen und so riesengroße Betten da hinten, da kannst du dich so hinlegen, aber ist da alles massig überfüllt, zigtausend Leute gefühlt sind hier, die sonst nicht wohin wollen. Ja, ansonsten die üblichen hier massenhafte Duty-Free-Shops und ja. Wir werden jetzt hier sehen, dass wir irgendwie die Zeit rum totschlagen und dann geht's in 2 Stunden weiter. Jetzt am Gate angekommen, hätten fast unseren Flug verpasst. Richtig geil, mussten noch mega losrennen und haben ein bisschen nicht auf die Zeit geachtet, haben es fast verpasst. Jetzt noch auf den letzten Drücker, den scheiß Flieger kriegt so Final Call mäßig und ja, Glück gehabt, ne? Ziemlich? Nein. Ist okay, aber dürfen hier nicht mehr rumlaufen und so ein Spaß. Aber
fast schon. Videos bis jetzt habe ich quasi geschnitten. Sag mal, welcome to Bangkok. Wir sind jetzt gerade angekommen, aus dem Flieger raus. Jetzt mal gleich gucken. Ist ja schon wieder da. Jetzt mal gleich zur Einreise. Zum Zoll. Und dann gucken wir, dass wir nachher ein schnelles Taxi bekommen. Gucken, wie lange der Spaß dauert. Haben wir auch extrem schnell bekommen. Hatten richtig Glück, auch irgendwie die Einreise war. Haben wir Glück, dass wir zum richtigen Zeitpunkt kamen, nicht so eine große Schlange. Und jetzt suchen wir uns gleich noch einen hoffentlich netten Taxifahrer, der uns zu unserer Wohnung bringt. Und dann gehen wir noch was essen und dann sofort pennen. Und dann geht's morgen weiter. Big Bang, eh? Ja. Big Bang, oh Lord, oh.